Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Eurowatz 3. Was geht ab, ihr Zuckerpuppen? Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder hier am Start und heute machen wir weiter in unserer Fabrik, die wir gestern angefangen haben. Oder unser Fabrikgebäude. Die Fabrik gibt es ja schon länger, nur wollen wir sie heute fertig bauen. Ich habe gerade schon mal so ein paar Fenster hier reingebaut, einfach nur um zu gucken, so wo wir die hinmachen könnten. Und dementsprechend haben wir jetzt hier schon mal ein paar Fenster drin. Gleich kommen noch Scheiben rein. Das bleibt nicht wie in unserem normalen Haus. Wir haben jetzt hier einfach normale Abstände. Hier drüben natürlich ein paar weniger, weil wir da praktisch noch ein anderes Gebäude mit dran haben. Aber sonst ist es, glaube ich, auch gut. Hier oben könnte man auch nochmal zwei Fenster reinmachen, irgendwie zwei große Breite oder so. Habe ich gerade erst gesehen. Können wir gleich nochmal gucken. Und ansonsten, auch Boden und sowas fehlt noch. Die Kabel. Ich habe gedacht, wir machen ein dickes Kabel, am besten irgendwie ein Crew Stable des Flux Duct, je nachdem, wie viel wir davon bekommen. Und leiten die praktisch von oben an den Turbinen raus und lassen die dann zusammenlaufen und haben dann ein dickes Kabel, was dann irgendwie, ich sag mal, hier vorne hingeht oder so, oder hier runter, irgendwie sowas. Wo praktisch alle Turbinen zusammengefasst werden. Das wäre ziemlich, ziemlich cool. Und ansonsten kümmern wir uns jetzt um, das war sehr laut, kümmern wir uns jetzt um die ganzen anderen Sachen. Also Boden, Kabel ist wahrscheinlich auch schon, ein bisschen was an Deko. Also wir kommen heute, glaube ich, relativ weit. Ich hoffe, dass wir es vielleicht sogar fast fertig bekommen. Mal gucken, wie weit wir dann schlussendlich wirklich kommen. Abtrennung machen wir, glaube ich, trotzdem rein später. Dass wir praktisch Eingang von Halle getrennt haben. Darf man auch nur mit Sicherheitskleidung rein und nur zugelassenes Personal, logischerweise. Es wäre so geil, wenn man irgendwie... Boah, das wäre wieder so eine geile Mod-Idee, ne? Es ist wahrscheinlich super schwer zu programmieren. Aber es wäre doch so geil, wenn es beispielsweise eine Mod geben würde für NPCs. Vielleicht gibt es das auch. Ich weiß nicht, ob Custom-NPCs sowas vielleicht kann, aber ich glaube eher nicht. Nein, das ist bestimmt noch viel zu schwer. Als Idee, es wäre super cool, wenn man zum Beispiel einen NPC programmieren könnte, also hier in Minecraft selber programmieren, dass man ihm sagt, er soll praktisch von Punkt A nach Punkt B laufen, also sag ich mal von hier vorne, hier zu der Maschine, dann soll er an der Maschine auf dieses X klicken, als Beispiel, und dann wieder zurücklaufen. Und so, dass man ihm praktisch einen Arbeitsweg geben kann, irgendwas, eine Arbeit geben kann, sagen wir einfach so. Das wäre irgendwie ziemlich, ziemlich cool. Kommt ihr ja nicht hinterher? Ich hoffe schon. Würde mich freuen. Okay, aber wir brauchen Stonebricks, wir brauchen irgendeinen Boden. Ich hatte die Idee. Vielleicht als Stone oder Concrete. Concrete wäre wahrscheinlich sogar noch ein bisschen cooler. Das ist Dent, das ist Panel, das ist Big Tile. Mal gucken, ob diese Dinge verbunden sind. Die sind verbunden. Okay, dann benutzen wir, glaube ich, das hier für den Boden. Ich habe sowas in der Art im Kopf gehabt, so Concrete-mäßig, so, also Betonmäßig eben. Sieht, glaube ich, ganz gut aus, oder? Wenn wir das damit machen. Dann haben wir hier so einen ziemlich clean Boden. Sieht ein bisschen aus wie so ein Hallenboden von irgendeiner Fabrikhalle. Ja, könnte man machen. Okay. So will die dem. Machen wir das hier und dann kommen wir, glaube ich, relativ gut weiter. Yes, ich freue mich. Ich freue mich darauf, endlich wieder Oldermod spielen zu können, was ich gerade schon tue. Und hier ein bisschen weiterzukommen. Denn ich habe wirklich, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, sehr viel Technik gemacht in der letzten Zeit. Und da ist es immer sehr schön, dann wieder ein bisschen Abwechslung zu bekommen und auch mal was bauen zu dürfen. So, oder was heißt zu dürfen? Einfach zu machen. Mich zwingt ja niemand dazu, hier irgendwas zu bauen, ne? Na? Okay. Aber ich glaube, sonst wird die Fabrik, glaube ich, relativ cool, oder? Können wir mal gucken. Und ich frage mich auch, wie viel das Ding erzeugt. Warte, wie viel erzeugt unsere Turbine jetzt gerade? Die eine Turbine macht 18.000 F, aber so viel macht sie, glaube ich, generell. Oder ist das der Peak? Ja, genau, Peak Production 18.000. Wurde das genervt? Hat die nicht mal 25 oder so gemacht? Oder 35? Weiß ich gar nicht mehr. Aber das ist ja praktisch eine, die hier 18.000 produziert, right? Und die ist noch nicht mal Max-Size. Das heißt, wir könnten hier noch welche mit dazu bauen. Oder war die schon Max-Size? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube nicht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und davon wir 6 Stück haben. Das heißt, nochmal 5-mal mehr als das jetzt hier. Also sagen wir mal 100.000. Könnten wir vielleicht rauskitzeln aus der Fabrik? Das wäre natürlich schon ziemlich cool, ne? Also 100.000 F ist schon eigentlich eine Ansage an Energiesystemen. Ja, könnte man auf jeden Fall mal probieren. So, aber jetzt kommt erstmal wieder hier ein bisschen mehr Stone, mehr Boden und mehr geiler Shit rein. Und wir wollen mal ganz kurz Big Tile. Können wir nicht Chisel All machen hier drin? Rogue, ah ne, das zeigt ja nur die Sachen an, ne? Das andere geht nur mit einer Eye Chisel. Haben wir die? Ja, haben wir. Cool. Okay, dann kommst du wieder weg, Kollege. Und wir benutzen einfach die hier. Denn mit der kann man praktisch alles gleichzeitig chiseln. Was man im Inventar hat. Und da wir ihn oder das hier benutzen wollen, trifft sich das relativ gut. So. Und dann können wir das hier alles, glaube ich. Oh, das wird so geil werden, ne? Können wir alles hier. Nein! Oh, das geht nicht.
Ich habe mich so daran gewöhnt, manche Hotkeys zu benutzen von anderen Modpacks oder so. Und wenn die dann hier nicht funktionieren, weil es die hier gar nicht gibt oder weil ich die nicht richtig belegen kann, dann verwirrt mich das oft relativ sehr. Sehr relativ. Oh, ich kann nicht mehr reden. Aber es funktioniert schon. So. Okay. Natürlich müssen wir hier den Boden auch noch richtig füllen, ne? Wir müssen mal gucken, wie wir das mit einer Wartung oder sowas machen. Ich hatte ja zuerst vielleicht die Idee, dass wir das Ganze, oh, das sieht schon schön aus, super clean, dass wir hier vielleicht eher so eine Art Brücke machen. Also, dass wir den Untergrund gar keinen Boden haben, sondern eigentlich nur so eine Brücke, an der man entlangläuft. Aber ich glaube, das wird nicht so cool sein, ne? Da gefällt mir das hier jetzt schon ein bisschen besser. Gefällt mir echt schon richtig gut, wie das jetzt aussieht. Und hier soll ja später unsere Pumpenanlage rein für praktisch mehr Wasser. Da müssen wir allerdings mal gucken, wie wir das hier reinbekommen. Mal angenommen, wir hätten hier ein dickes Rohr. Wo würde das hingehen? Das würde dann. Man könnte es hier vielleicht reinleiten, also hier oben drüber, hier in die Mitte und dann hier in 1, 2 und 3. Warte, ich demonstriere das mal ganz kurz. Mal angenommen, wir bauen noch einen zweiten und einen dritten Syngas Controller. Der wird ja dann auch nochmal 3, also 3 mal 5, so wie der jetzt hier. Den könnte man dann praktisch so hier hinbauen, irgendwie einen Abstand. Dann würde hier der Syngas Controller hinkommen. Also, ne, das ist praktisch der Syngas Controller. Der ist dann natürlich auch gleich hoch wie der davor, also so ein Kasten hier. Und dann könnte man darüber noch einbauen. Machen wir auch nochmal ganz kurz. Einfach nur, um zu zeigen, wie das Ganze aussehen würde später. So und so. Genau. Und dann hätten wir hier praktisch unsere Syngas Controller, dahinter die Turbinen. Und das könnten wir natürlich noch irgendwie schön gestalten mit Chisels und Bits oder so. Und dann könnten wir dafür, holen wir uns dann ganz kurz Cobblestone. Cobblestone repräsentiert in diesem Moment ein Wasserrohr, das praktisch von hier drüben kommt. Es ist nur Style, wir brauchen kein Wasser hier wirklich, aber. Oder wir brauchen schon Wasser tatsächlich, aber wir bekommen es nicht dadurch. Es ist trotzdem nur Style. Oder wir könnten es wirklich darüber machen. Würde sogar funktionieren. Müssen wir mal gucken. Wir machen hier dann praktisch Pumpen, die so gesehen aus dem Fluss Wasser fördern. Das Wasser sammelt sich dann alles hier drin, ist dann irgendwie eine Aufbereitungsanlage, whatever. Und dann geht irgendwie ein Rohr, sage ich mal, hier oben rein. So in etwa. Wir müssen nur gucken, dass wir hier auf der gleichen Höhe sind. Das wäre brump, diese Höhe hier. Okay, also ein niedriger bis hierhin. Da geht das Rohr praktisch dann aus diesem Raum raus, logischerweise, ne? Also geht dann hier raus, kommt dann hier durch die Wand irgendwie, geht dann hier rüber, so, und geht dann hier dort rein, geht dann hier nach unten, geht hier rein und geht nach oben und geht labadam hier rein. Kann man sich das vorstellen? Ich glaube schon, oder? Ja. Es muss sogar gar nicht mehr so schlecht aussehen. Wir haben doch hier Immersive Engineering drauf, oder? Können wir nicht einfach die Pipes davon benutzen? Wäre doch, glaube ich, sogar nicht mehr so schlecht. Ich habe leider keinen Wein meiner. Beziehungsweise den Hotkey dafür nicht. Das ist R und R ist hier irgendwie mit drei anderen Sachen belegt. Deswegen funktioniert das nicht so gut. So, du warst praktisch das Ding hier. Ist ja die Frage, ob wir solche Immersive Engineering Pipes benutzen wollen, die meiner Meinung nach sehr cool aussehen. Oder ob wir irgendwelche anderen, wie zum Beispiel von Chisel und Bits, welche benutzen wollen. Wir haben ja in Skyworld, habe ich ja welche gebaut. So dicke Wasserrohre, komplett aus Chisel und Bits. Das sieht dann halt auch ziemlich, ziemlich cool aus, ne? Und die verbinden sich hier gar nicht. Obwohl, wir könnten Fluid Controller dran. Oh, vielleicht können wir wirklich das so machen, dass wir das Wasser praktisch durch diese Rohre hier bekommen, ne? Jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen angetan davon. Das wäre schon cool, wenn es nicht nur Deko ist, sondern auch funktionell, ne? Das wäre echt doppelt geil. Aber ich weiß nicht, ob die Pipes oder die Pumpen davon wirklich genug Wasser befördern. Sonst wäre es halt echt sick, wenn wir das so machen könnten. Und theoretisch, also man könnte vielleicht sogar das Rohr noch höher legen. Müssen wir mal gucken, ob wir das dann hier an der Seite lassen. Oder ob wir das Rohr von unten aus dem Boden kommen lassen, könnten wir auch. Oder wir lassen es von hier oben irgendwo kommen. Weil wenn wir das jetzt so machen, dann wäre es natürlich cool, wenn wir auf der anderen Seite genau das gleiche Rohr hätten, das dann aber praktisch das Gas befördert. Oder wir könnten Items darin befördern. Okay, ich spekuliere hier drin zu viel. Wir brauchen Glas, wir brauchen Scheiben. Und davon auch ein paar coole Gechisel, denn es gibt hier so japanisch, asiatisch gechiselte, hier diese Japanese, die finde ich eigentlich ganz cool, weil die irgendwie so ein bisschen an, ja so ein, wie nennt es sich, machen wir Scheiben rein? Ich glaube schon. Erinnere mich immer so ein bisschen an so ein Ding. Oh, Glasspanes gehen nicht. Aber kann ich die, kann ich die dann danach zu Glasspanes craften oder muss ich die so lassen? Warte mal, das sind die Japanese. Und hier, das ist praktisch das hin. Das erinnert mich irgendwie immer an so ein Fabrikglas, oder? Geht das nur mir so? Irgendwie ja schon, ne? Aber ich weiß nicht.
keine Ahnung. Was gibt's denn noch? Es gibt noch Dungeon. Vielleicht gibt's ja eins, das jetzt irgendwie so eine Fabrik oder sowas heißt. Aber ich glaube nicht wirklich, ne? Thick Glass, Thin Glass, Iron Fans. Asymmetrisches Glas. Ach du meine Güte, wer will denn sowas haben? Das würde. Oh, kann mir doch niemand erzählen, dass das irgendjemand benutzen würde. Reinforced Glass. Nee, ich glaube, sonst gibt's nicht wirklich was, ne? Aber kann man das Ding jetzt hier eigentlich zu Scheiben machen? Nein, geht nicht. Müssen wir also, wenn damit Chisel und Bits machen, wenn wir das haben wollen würden. Und theoretisch will ich es haben wollen werden. War das ein Satz? Boah, das war. Also, wenn das ein Satz war, dann hat er sich sehr cool angehört. Theoretisch habe ich es wollen werden. Nee, ich glaube, das war kein Satz. Okay. Aber wir können die Dinge ja trotzdem hinbauen, denn wenn wir das mit Chisel und Bits machen, was wir gleich tun werden, dann können wir einfach jeweils 6 von den Schichten abtragen auf jeder Seite. Beziehungsweise 8, nein, 6. 6. Dann war 12. Dann war 4, nein, passt 8. Können wir 8 abtragen von jeder? Nein, wir können 7 abtragen von jeder. 7 können wir abtragen. Okay. Ihr wisst wahrscheinlich wieder nicht, wovon ich rede, weil ich immer nur mit mir selber rede in meinem Kopf. Wir brauchen einen Chisel Bag, ganz kurz. Das heißt, wir machen uns mal einen neuen im besten Fall. Jetzt switche ich nochmal komplett hier rein. So, dich bauen wir ganz kurz. Wir haben kein Bit. Machen wir ganz kurz hier raus einen Bit. Nehmen wir den hier. Vielen lieben Dank. So, du kommst wieder weg. Bit kommt hier rein. Hier haben wir einen eigenen Chisel-Spec und wir brauchen noch einen eigenen Chisel. Die haben wir hier. Und jetzt gehen wir praktisch hier hin. Klicken hier auf Plane. Und dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und um uns das jetzt nicht jedes Mal zu machen, holen wir uns ein Positive Chisel Design. Oh oh. Haben wir keins? Ah nein, dieses Rezept hier unten. Okay. Genau. Also, wir machen das hier, kopieren das Ganze, machen dann Replace und jetzt klicken wir praktisch immer wieder drauf. Dann sehen wir immer wieder, dass die Chisels praktisch automatisch weggemacht werden. Von innen haben wir jetzt natürlich noch dickes Glas, ne? Sieht das cool aus? Oder ist das ein bisschen zu flach? Weil ansonsten könnte man natürlich jetzt noch. Oh, Alter, unser Bag ist schon voll. Holy moly. Ansonsten können wir jetzt hier nochmal hingehen. Hat das echt zu viel? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das hier könnten wir machen. Da hätten wir jetzt wirklich nur so eine dünne Scheibe davon. Guck mal, wie man gar nicht sieht. Okay. Der könnte man auf jeden Fall tun, glaube ich, da. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Und ansonsten könnten wir jetzt gerade mal ganz kurz Placement machen. Und hier drüben schon mal ein paar Sachen platzieren. Oder erstmal ändern. Dass wir praktisch eine dünne Scheibe haben. Also, wir machen das hier, kopieren dich hier, setzen dich auf Placement und jetzt können wir die Scheibe hier reinsetzen. Dieses zwei dick, genau. Das heißt, ein Block besteht aus 16 Bits. Wir haben jetzt praktisch von jedem, ich habe keinen Hotkey drin, wir haben von jeder Seite 7 weggenommen, also haben wir in der Mitte 2, logischerweise, ne? Weil er eine 2 Mitte hat. Badam! Mann, Mann, Mann. 155 IQ. Okay, das ist aber ganz gut. Und das Coole ist halt nebenbei, wir brauchen die Scheiben hier eh und wir werden gleich ein paar Bits los, damit wir die anderen Scheiben, die wir gerade gebaut haben, gleich noch ein bisschen ersetzen können werden können. Yes. Ihr wisst genau, was ich meine. Das liebe ich so an euch. Wisst ihr das? Okay. So. Und das muss wieder weg. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Normalerweise habe ich einen Hotkey dafür. Also meine Zurücktaste meiner Maus, um Sachen direkt in Chisel und Bits Undo zu machen. Aber hier habe ich das noch nicht eingestellt. Sollte ich vielleicht auch mal tun. So, guck mal, jetzt ist unser Bag fast leer. Heftig, ne? Sammeln wir die ganzen Dinger wieder auf. Die sind alle weg. Und jetzt können wir hier praktisch auf Replace gehen. Dann macht er nämlich die überflüssigen Bits alle weg. Und ihr seht, unser Rucksack füllt sich relativ rasch, rasant. Und hier sind auch schon wieder ein paar runtergefallen. Das ist natürlich nicht so gut. Okay. Ich glaube, die anderen Sachen sind okay. Ja. Das sieht doch schön aus. Dann können wir bei den anderen Dingern hier, ich weiß nicht, wie weit ich da gekommen bin, können wir das ganze Glas wieder wegmachen. Weil wir brauchen jetzt natürlich nicht ansatzweise so viel Glas wie davor, ne? Wir brauchen 14 mal weniger, glaube ich, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Macht das Sinn? Manchmal ist mein Hirn falsch. So. Aber okay, das ist schon mal schön, oder? Wenn wir das so machen können, dann können wir jetzt natürlich, wie gesagt, die Dinge alle wegmachen. Dann machen wir es einfach mal ganz kurz kaputt, was soll's. Genauso wie. Ja, okay, das sind halt schon fertige Chisel-Dinger. Aber die müssen wir auch wegmachen. Beziehungsweise, warte, wir machen erstmal die Scheibe hier noch rein. Oh, hätte ich das von Anfang an so gemacht, ne? Dann hätte ich mir so viel Zeit gespart. So, sei denn, ich hätte sie falsch rotiert. Dann nicht unbedingt. Aber ansonsten schon. Okay, aber wir sehen gleich, wie das komplett aussieht. Weil ich finde eigentlich gar nicht mal, es sieht so schlecht aus. Wir haben halt hier nochmal ein paar mit Replace, damit wir noch ein paar mehr Bits sammeln können. Aber nicht zu viele. Und die restlichen Dinger machen wir jetzt einfach wieder kaputt. Die kriegt man. Ah nein, das hier ist. Oh, klar. Okay, das ist normales Glas. I see. Und das hier war auch nochmal alles normales Glas, ne?
Ja, wir hatten nur das erste Ding tatsächlich gemacht. Cool, gut zu wissen. Ich habe gedacht, dann kriegen wir jetzt die ganzen Sachen immer wieder, aber kriegen wir nicht, dann ist es auch okay. Und dann können wir jetzt die Dinger hier wieder reinmachen. Und dann aber wirklich unsere Scheiben soweit schon mal fertig. Oben oder vorne können wir natürlich noch welche hinbauen, ne? Da kommt dann noch ein bisschen dazu. Und hier ist es, glaube ich, eine Scheibe, die geht davor, aber du kommst wieder weg. Und wir sammeln euch wieder ein. Und jetzt haben wir hier noch die letzte. Oh, nice. Ihr seht ja schon ganz viel anders aus, ne? Komischer Satz. Wenn man das jetzt mit dem alten Haus vergleicht, wo wir noch gar keine Scheiben drin haben, sieht okay aus. Davor sah es teilweise aus wie eine Kirche, mit den Scheiben, die ich davor reingebaut habe. Aber ich bin sehr froh, die gewechselt zu haben. Und davor waren es praktisch drei breite Scheiben, die dann oben nochmal wie so eine Art Bogen hatten. Und das sah sehr nach Kirche aus irgendwie. Hat mir nicht so gefallen, sage ich mal. So, und noch ein paar Stone Bricks. Haben wir die noch? Haben wir noch hier. Sehr schön. Zack, 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 zack. Und hier drüben nochmal. Okay, dann sind wir heute echt schon relativ weit gekommen, ne? Gut, hier drin fehlt noch der Boden. Ich weiß nicht, ob wir hier auch den Beton machen wollen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir hier auch Holz oder sowas. Und das wirklich, also das wird vielleicht wirklich eher ein Empfang statt so ein Teil der Halle. Das wäre, glaube ich, nochmal ziemlich cool. Und was machen wir mit Lampen? Da müssen wir uns auch nochmal Gedanken machen, ne? Wie wir das Ganze am besten beleuchten. Fackeln würde ich nicht unbedingt benutzen. Wir könnten vielleicht Flutlichter benutzen von Immersive Engineering. Das würde cool aussehen. Oder irgendwelche Light Panels. Das wäre auch ziemlich, ziemlich cool. Wenn wir, ich sag mal, gechiseln Glowstone, also so Hängelampen oder so an der Decke, das hätte ich gerne. Das wäre sehr cool, weil wir haben hier in der Mitte auch Platz. Genau, einen frei haben wir hier überall. Und dann könnten wir hier in die Mitte so Hängelampen machen. Das wäre, glaube ich, ziemlich cool. Okay, gut, aber ich glaube, ich baue jetzt hier einfach nochmal aus ein bisschen weiter. Ich will nicht noch eine Folge mit dem gleichen Gebäude foltern. Deswegen sehen wir uns morgen wieder, wenn das Gebäude ein bisschen weiter gebaut wurde. Und ansonsten, wenn es so gefallen hat, lasst zu Beginn eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also rein, habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss.